Herzlich willkommen zurück. Wir werden angerufen von O'Neill. Ah, Brother O'Neill. Fuck you, man. Whoa, whoa, whoa. You're the guy stealing contracts. You burnt the farm, killed my brothers. You had too many brothers. They needed culling. You're fucking dead. Aren't we all? We live and we die. That's our curse. Hey, you want to expedite the situation? Come fucking find me. Vespucci Beach, Los Santos, you inbred hillbilly fuck. I'll be there, man. I don't know when, but I'll be there. Ja, die O'Neills sind ein bisschen angepisst jetzt, weil ich die ganze Familie umgebracht habe, die ganzen Hinterwäldler Rednecks da. Habe ich alle über den Haufen geschossen und das Haus abgefackelt. Das waren unsere Konkurrenten, die haben auch ein Meth-Labor im Keller gehabt. Kann ich hier einen Hubschrauber holen? Frogger? Was ist hier? Ist das Fahrzeug benutzen möchte? Ja. Okay. Ja, aber wo ist jetzt mein Flugzeug? Ich dachte, das kommt jetzt hier, der Hubschrauber. Na toll. Wir gucken mal kurz. Haben die anderen Missionen? Wir haben noch eine FIB-Mission. Das wird schon mal zu Michael um. Guck mal, ob die noch. Ups, jetzt steht der Hubschrauber da. Na, super. Gucken wir mal, ob die zwei noch unterwegs sind miteinander. Hm, was macht denn der da? Immer noch angepisst. Immer noch alleine von seiner Familie verlassen. Ja, der arme Mike. Bisschen Musik. Wir haben einen Hund. Das ist ein Bild von einem Hund. Ich wusste nicht, dass wir einen Hund haben. Wir haben keinen Hund, oder? Hm. The fuck. Draußen wieder Schießerei. Haben wir eigentlich noch... Ja, wir haben noch unseren Sportwagen hier. Was geht denn ab, Jungs? Out of Routes Reloading. Sag mal, die Bullen treffen aber auch nicht gut. Direkt vorm Haus eine fette Schießerei. Was geht hier ab? Und wie lange schießen die denn? Oh, guck mal. Mike hat seine Bilder auf den Boden geworfen. Seine Hochzeitsfotos. Ich wollte hier kurz rein und... mich wieder schön anziehen. So, wieder ein bisschen Selbstbewusstsein anziehen, dass es Mike ein bisschen besser geht. Und jetzt steigen wir in so einen Supersportwagen. Und dann gehen wir vielleicht mal zum Bäder runter. Das müsste vom FIB sein. Oder vielleicht vom IAA sogar. Hm. So. So geht es einem noch gut. Krasses Auto. Oh, die Karre geht ab. Alter Schwede. Moment, kurz auf die Karte gehen. So. Jo, habe ich letzte Folge schon erzählt. Wir haben wieder ein bisschen Bad Company angefangen zu spielen. Fahrskill verbessert, sehr gut. Und ja, also einfach vom Feeling her ist das... Oh, fuck. Oh, das war knapp. Das Spiel einfach so viel besser. Vom Feeling her, wie es sich spielt und wie es sich anfühlt, sage ich mal. Einfach dieses Gameplay. Einfach irgendwie so viel besser wie bei den neuen Battlefield. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber es ist einfach ein bisschen authentischer. Es hat sowas. Sowas Bestimmtes. Aber das ist ja bei Battlefield 1942 zum Beispiel auch. Das hat auch was Bestimmtes, aber naja, da kann man ja nicht allzu viel von der tollen Engine prahlen. Schaut ziemlich am Arsch. Was geht hier drin ab? Wassertickets? Entschuldigung. Da steht aber nicht mehr auf, oder? Okay. So, wir waren wieder Batman. Haben den Armen und Hilflosen geholfen. Wo muss ich hin? Die liebe Zeit, muss ja weit fahren. So, ja, ich wollte ja immer noch ein Battlefield 4 Video machen zum neuen Spring Patch eigentlich und nochmal ein großes Video machen zu Netcode und so weiter und zu Online-Spielen, warum Spiele nicht so gut funktionieren heutzutage.
Weil ich habe ja die Theorie, dass es nicht am Netcode liegen kann. Man sieht ja bei Far Cry 2 zum Beispiel schon richtig schlecht programmiertes Spiel, das sieht man sogar über LAN oder beim Singleplayer sogar hat man da Probleme mit der Treffererkennung. Das sieht man, dass es eindeutig an der Programmierung liegt, am Netcode eben. Aber das ist ja bei Battlefield 4 und anderen Spielen nicht der Fall, dass man da solche Probleme hat mit der Treffererkennung, wenn man jetzt Singleplayer oder über LAN spielt. Und daher ja meine Theorie, dass es eine andere Ursache hat vom Internet aus. Aber dazu vielleicht in einem anderen Video noch mehr. Mal gucken, ob ich es mache. Ich brauche halt ziemlich viel Zeit dafür und ich bin halt ziemlich faul gerade und wenig Zeit. Na, gucken wir mal, was die Herren hier zu sagen haben vom FIB. Drei Spacken. Alright, the fuck is this bullshit? We handled your little immigration problem, whatever the fuck it was. We're straight. Oh, absolutely, yeah, yeah. You killed people, you tortured people, committed a litany of other crimes. Oh, we're so straight, you and me. We're arrows. Davey, you can't do anything about this fucking turd? Yeah, Dave. What can you do about me? Here's Trevor. Great! Looky, looky, huh? Bunch of government shitbags and their favorite stoolie. What's he been telling you? Oh, he just said how you guys were happy to help the government in any way you can. Oh, really? Huh? Because I was told that if we helped out with that thing, which we did, then our past indiscretions would be forgotten in a haze of patriotic fervor. Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity. Me! You understand? Not quite. Well, can you explain that again? What I was saying... Oh, you're good. The three cunts. Listen, we need help with something else. Some of the government, some of it is pretty corrupt. not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. But the agency, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets. That's how they get paid. It's a major problem. And now they've secured some funds that we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? We think they're gonna use this money to finance a war on our streets. And we need you boys to requisition that money for us. The bonds are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. It's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. You'll be fine. Fuck you, Dave. Nice work, Slick. We're gonna be doing pat-downs at the airport before those fucking clowns are done with us. Yeah, fuck you. Hey, look, man. It is what it is. Now how the fuck we gonna get this done? I don't know. I got it. Classic blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block. Tow truck, sack them. We get some disguises, and we're gold. We just gotta hope like hell these are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. If they are, we deal with it. If and when. If and motherfucking when. I will keep my eyes peeled, General! Thank you, Michael. Hey, no problem. No, really. Verlasse das Gebiet. Wenn wir jetzt schon mit Trevor spielen, dann klauen wir da einfach Michaels Auto. Tschüss, Mike. Klau mal dein Auto. Ich meins nehmen. So, wir verlassen. Wie weit muss ich denn verlassen? Guck mal, das ist smart hier. Das ist geile Karre, ey. Naja, Kontakt, Dave. So. Juhu, wir haben angerufen. Alright, guys, a few more details. We'll need boiler suits and masks for this job. The garbage truck. Let's get one from your park. Bring it back to the lot. And there's an auto repair place by the airport where we can get a tow truck. What else? Oh, yeah. Get away. That would be nice. Get something fast and discreet. We park it off the road, a good distance from the lot. And make sure it ain't near something we'll crash into driving off. That's it. All right, man, I got you, dog. What? Huh? I missed that. Maybe shout a little louder? Bite me.
Vorbereitungsaufträge sind verfügbar bei HS. Ein Fluchtfahrzeug wird ebenfalls benötigt. Sag mal, was macht diese Müllabfuhr da? Wir brauchen noch einen Müllwagen. Ich habe mir gerade überlegt, könnte ich den doch auch benutzen? Sag mal, wie fährt denn der? Der rammt hier einfach auf die Seite. Dieses Fahrzeug eignet sich als Fluchtfahrzeug. Platziere es an einem abgelegenen Ort. Wähle Fluchtpunkt markieren, wenn du Michael anrufst. Okay. Müssen wir mal kurz überlegen. Ein abgelegener Ort. Oh, guck mal. Pisswasser? Oh, haben die hier Firma? So, ja, ich überlege gerade. Dieser Ort eignet sich für das Flugfahrzeug. Okay. Vielleicht machen wir das einfach doch mal. Was muss ich machen? Michael anrufen? So. We have a getaway vehicle ready and waiting. Good work, T. Where'd you put it? San Andreas. San Andreas. Ich dachte, die ganze Karte heißt San Andreas. Naja. So, bis dann denn. Wow. Ein sehr harter Auftrag. Huch, hüpf. Hi. So, dann brauche ich jetzt ein neues Auto vielleicht. Und vielleicht wechseln wir einfach mal. Guck mal kurz auf die Karte. HS, HS, HS. Muss ich das alles mit Trevor machen? Das kann ich doch auch mit allen machen, oder? Oder etwa nicht? Hier oben haben wir noch ziemlich viele Fremde und Freaks für Trevor. Ich wechsle mal um. Gehen wir mit Frank. Frankie Frank. Hängt der ab in seiner Wohnung? Mit Job? Alright, shit, it's time to go. 100 tips for... Nein! Waffe kann nicht ausgerüstet werden. Scheiße. Ich will es runterschmeißen. Ich will es sehen. Nein! Ich hab's nicht gelesen. Oh. Bestimmt da irgendwelche Beziehungstipps oder sonst was. 100 Tipps vor sonst noch was stand dran. So, hat seine Wohnung immer noch nicht ganz eingerichtet, so wie es aussieht. Haben wir hier nicht auch einen fetten Sportwagen im Gräschchen parken? Oh, guck mal. Hä? Habe ich den da eingeparkt? Erkenne ich gar nicht wieder, das Ding. So, dann machen wir vielleicht mal mit Mike, mit Frank mal wieder ein bisschen Aufträge. Packt hier alles zu. Eine riesen Einfahrt hier. Boah, das Auto geht so ab. Zum Beispiel ist ein Elektroauto. Das hört sich an wie ein Elektroauto. Boah, das Ding zieht so brutal. Ups. Ja, wir machen jetzt mal mit Frank wieder die kleinen Aufträge hier, die wir noch machen müssen. Sag mal, das Auto, das geht da brutal ab. Guck dir mal die Beschleunigung an. Wir markieren vielleicht da mal kurz was. P. Was ist das? Ah, Beverly. Momentchen, Beverly. Fahren wir hier hin. Nö. So. Dann cruisen wir einfach mal mit unserem schönen Autoline hier zu dem nächsten HS. Punkt. Oh, das war zu früh. Nächste abbiegen. Jo. Ich überlege gerade, ob ich auch irgendwas erzählen könnte. Die Fahrt ein bisschen überbrücken. Die Musik ist scheiße, muss ich sagen. Bei Bad Company finde ich auf jeden Fall viel besser, dass das Balancing der Waffen irgendwie ein bisschen besser gelungen ist. Man hat zum Beispiel die Fahrzeuge, die sind viel einfacher zu zerstören, muss ich sagen. Das finde ich auch ehrlich gesagt viel besser, weil du hast bei Battlefield 4 oft solche Probleme,
ein Fahrzeug kaputt zu machen, weil erstens mal hat jeder Idiot hat ein wie heißt es denn? APS, ein Active Protection System. Living outside the rules. I wish I could, but I'm a stickler. It's my curse. Oh, not this again. I was in a gang once in high school. Well, more of a club, really. We were light on the intimidation factor. You must have so many stories. Go on, tell me one. Just one. Come on, please. All right, look, I'm gonna tell you a story. I'm gonna tell you a good one. About a gun store owner who wouldn't shut up until one day a customer lost his cool and dropped the annoying son of a bitch. Gotcha. Point taken. We'll stick to the business at hand. So geil, dass Frank immer so dumm angemacht wird, nur weil er schwarz ist. Denkt der Verkäufer immer, dass er eine Gang ist. So, wir müssen diese Overalls hier kaufen. Ja, 1, 2, 3. MFT, Michael Franklin und Trevor. Wenn wir schon mal hier sind, können wir vielleicht noch ein bisschen Waffen kaufen. Panzerung haben wir eigentlich noch ein bisschen, gell? Aber es, bei Battlefield 4, du kriegst einfach diese Scheißdreckspanzer nicht kaputt. Du hast dann, wenn du mal überlegst, 5 Raketen, der Panzer, du kämpfst meistens von vorne gegen den Panzer und hast dann vielleicht 4-5 Raketen am Start und du brauchst, wenn du von vorne drauf schießt aus dem Panzer, brauchst du auf jeden Fall schon mal 4 Raketen, um den Panzer kaputt zu machen. Und eine Rakete musst du dann noch überlegen, eine wird dann noch vom APS abgewehrt. Das heißt, du brauchst deine ganze Munition, um so einen scheiß Panzer kaputt zu machen. Bei Bad Company, da gibt es sowas wie APS nicht. Und du kriegst einen Panzer mit verstärkter Sprengmunition auf jeden Fall. Kriegst du einen Panzer so schnell kaputt, von der Seite mit 2 Treffern, einen Kampfpanzer mit einer RPG oder mit einer Cargo-Staffel sogar. Und das finde ich einfach viel realistischer. Man muss mit dem Panzer einfach mehr aufpassen. Man kann nicht so arg einfach reinbrechen. Yo! Wir haben 3 Overalls gekauft. Brauchen wir für den Überfall. Und bei, bei Battlefield 3, da war das ja noch mit der Reaktivpanzerung auch anders geregelt. Das fand ich allerdings gar nicht so schlecht mit der Reaktivpanzerung, weil die Reaktivpanzerung hat ja, wenn man die ausgerüstet hat, hat die ja von der Seite oder von hinten, hat die jeweils eine Rakete abgewehrt und dann ging dann die Reaktivpanzerung kaputt, was ja durchaus so realistisch sein soll, was auch so realistisch ist, mehr oder weniger. Und so finde ich es auch gut. Man sollte eigentlich so machen, dass man eine Reaktivpanzerung hat und die wehrt dann eine Rakete ab und hat dann halt von allen Seiten eine Reaktivpanzerung dran, wenn man sie ausgerüstet hat. Und die wehrt dann die Rakete ab. Oh, fuck. Entschuldigung. Die wehrt dann die Rakete ab und dann ist die weg. Und dann kann man die vielleicht wieder ran reparieren. Auf jeden Fall, dass man dann die Reaktivpanzerung wegspringen muss zuerst. Und dann kann man... auf 3 Masken. Und dann kann man den Panzer mit vielleicht 2 Raketen von der Seite zerstören. Das nicht so ganz übertrieben ist. Masken sollen wir kaufen. Interessante Masken gibt's ja. So, und die da noch. So, haben wir 3 Masken gekauft. Auf jeden Fall viel zu übertrieben mit dem APS. Vor allem das APS, wenn du mal überlegst, manchmal hast du eine Situation. Klischee. Scheiße, da kann man auch noch was machen. Hätte ich das gewusst. So, wieder mal ein Espanja-Rap im Hintergrund. Jo, so, nächster Punkt. So, auf jeden Fall könnte man das viel besser regeln. Das APS, das ist das so übertrieben. Wenn du überlegst, ich habe schon gesehen, da schießen 3-4 Leute mit einem Raketenwerfer drauf. Ein Panzer dazu noch und ein Flieger dazu noch und ein Hubschrauber dazu noch und das Ding wehrt halt alles ab. Voll abnormal. Es wäre halt viel realistischer, wenn man damit 1-2 Raketen vielleicht abwehren kann und dann geht das Ding aus, aber nicht 20 Bomben und Panzergranaten und Raketen. Völlig übertrieben. Unzerstörbare Panzer hier und dann brauchst du sowieso noch 4 Raketen oder 4 Panzergranaten von vorne.
bis das Ding kaputt ist. Völlig übertrieben. Und bei Battlefield 3 waren die Panzer sowieso viel zu stabil. Hast du auch bestimmt 6 Raketen gebraucht von vorne, bis du den Panzer kaputt gemacht hast. Völlig übertrieben. Weil wenn du dir überlegst, du bist... Die haben das halt so ausgelegt, dass du im Team arbeitest und dann halt vielleicht 3 Raketen auf einmal auf den Panzer abfeuerst. Okay, aber meistens ist das halt leider nicht der Fall. Meistens bist du alleine irgendwo, kommt ein Panzer ums Eck und du kämpfst alleine gegen den Panzer und kannst eigentlich vergessen. Wenn du nicht gerade eine gute Taktik hast, eine gute Deckung und der Panzerfahrer ein bisschen doof ist und du vielleicht gerade einen guten Treffer landest, dass er nicht wegfahren kann oder so, schön in den Arsch, kannst du es eigentlich vergessen. Das finde ich bei Bad Company eben viel besser geregelt mit dem Waffenbalancing und die Animation und alles. Die Soundkulisse gefällt mir dort auch irgendwie besser, die hat so einen gewissen Flair und ich sollte den Typen hier vielleicht ein bisschen umrammeln. Wieder eine Schlägerei? Okay, ich weiß gar nicht mehr, wie man kämpft, ehrlich gesagt. Ich hab's gerade voll verrafft. Ich glaube, mit der Leertaste blockt man. Oder? Ich glaube schon. Ich wollte jetzt natürlich mein geiles Auto hier liegen lassen. Entschuldigung. So. Auf jeden Fall, Bad Company, es hat einfach so ein... Von der Geräuschkulisse und vom spielerischen... Vom Feeling, vom Spielerlebnis finde ich es einfach irgendwie gelungener als die neuen Battlefield. Und ich glaube, das ist auch weniger buggy auf jeden Fall. Und vom Netcode, wie gesagt, meiner Meinung nach liegt es nicht am Netcode, weil es gibt auch andere Spiele, die laufen viel besser. Das wollte ich ja im anderen Video noch alles erklären. Es gibt auch Spiele, die laufen viel besser. Laut Netcode sind ja alle top programmiert, aber auch bei den Spielen habe ich immer Probleme. Beziehungsweise das komische ist ja, es läuft einmal super, obwohl der Netcode ja scheiße sein soll, kann ich 64er Server haben, das Spiel läuft trotzdem einmal frei, Top-Treffererkennung. Und dann anders mal bin ich am Server mit gerade mal 5 Leuten, wo der Server kaum was zu schaffen hat und das Spiel läuft trotzdem kacke. Ja, also ist schon ein bisschen komisch. Wenn es am Netcode liegen würde, dann müsste es ja immer scheiße laufen. Warum läuft es dann manchmal gut, warum läuft es immer im einen Team gut, warum läuft es im anderen Team dann scheiße? Haben wir auch schon festgestellt. Im einen Team... Top-Treffererkennung, wenn du ins andere Team kommst, läuft es eben kacke. Und es liegt immer einer, gefühlt immer in einer Person, die auf dem Server ist. Du hast immerhin so einen Typen, der hat eine Statistik von 50 zu 3 und bei dem läuft das Spiel anscheinend einwandfrei. Und wenn du bei dem Team bist, haben wir bei Battlefield 3 damals ja schon festgestellt, wenn du bei dem dann im Team bist, wenn du bei dem im Team bist, dann läuft es bei dir super und wenn du mit dem anderen Team bist, dann kannst du keinen Gegner umbringen, weil deine Kugeln alle irgendwie aus Papier bestehen. Und am Gegner abprallen und du bist aber nach einem Treffer tot. Super. Also aus Erfahrung, laut Logik kann es eigentlich nichts mit dem Netcode zu tun haben, weil dann würde das Spiel immer gleich scheiße laufen. Aber es läuft ja einmal gut und einmal schlecht. Und zwar unabhängig davon, wie viel Server jetzt, Leute jetzt auf dem Server sind oder so. Maloche? Was ist denn eine Maloche? Unversehrt oder was? Nicht ein Kratzer, habe ich nicht geschafft. Maloche. Was ist denn eine Maloche? Weiß ich gar nicht. So, ich glaube, wir haben nochmal einen HS. Oh ja, da hinten. Kann man gleich dahin cruisen. Jetzt haben wir aber kein Top-Auto mehr. Blöd. Hey, the tow truck's at the lot, dog. Ready to go. Yo, Dog! Yo, dann holen wir das letzte HS vielleicht auch nochmal. Können wir nächste Folge gleich loslegen. Mit dem Auftrag. Alter, was läuft da schon wieder am Radio für ein Scheiß? Yeah, Gangster. So, sollen wir uns ein Tattoo besorgen? Ich denke nicht, wir haben eh mal irgendwas zum Anziehen. Sieht man das Tattoo sowieso nicht, wahrscheinlich, würde ich mal sagen. Jo, ja, wie gesagt, in anderen Spielen das gleiche Problem. Selbst bei CS hatte ich das Problem früher mal.
weil es ja eigentlich top programmierte Netcode hat und top Server mit 120 Hertz und allem. Selbst da hat es ja früher auch schon Probleme gegeben und es war, soll nicht ausländerfeindlich klingen oder so oder Rassenvolksverhetzung sein, aber es war halt meistens so, dass dann irgendwann mal die Polen auf den Server gekommen sind und dann hat das Spiel nicht mal richtig funktioniert. Hä, wieso bin ich jetzt hier? Ich muss ja da runter. What the fuck? Warum habe ich denn hier markiert? Und aus Erfahrung kann ich sagen, natürlich jetzt wieder ein bisschen klischee-mäßig, aber die Polen, ich war ja selbst dann Admin und kann es halt aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass die Ausländer gerne mal cheaten. Das sind halt solche kleinen unreifen Kinder. Das ist nicht so, die haben dann irgendwie eine blöde Mentalität, was weiß ich, was bei denen los ist im Kopf, aber heißt natürlich nicht, dass Deutsche jetzt nicht cheaten oder so. Jung, ich mich verarschen, Alter. Boah, stark. Jeder andere steigt gerade aus. Ha, dann der rennt auch weg. Oh scheiße, der ruft die Bullen. Fuck. Zum FIB-Parkplatz, okay. Nein, die Bullen. So, jetzt weiß ich auch, warum ich dann... Alter, ich komme von allen Richtungen, die Wichser. Jetzt weiß ich auch, warum ich den Punkt gerade falsch gesetzt hatte. Das Ding bewegt sich. Upsi. Was wollte ich gerade noch erzählen? Die Polen, dass sie dann eben auf den Server gekommen sind. Ich kannte die ja alle, mehr oder weniger dann vom häufigen Dasein als Admin. Habe ich eben gern dann auch mal Zeit im Spectator-Modus verbracht und habe dann den ganzen Tag damit verbracht, die ganzen Cheater runterzuwerfen. Und aus Erfahrung kann ich eben sagen, dass die meisten davon Polen oder vielleicht auch Russen sind. Und das sieht man auch bei modernen Spielen, bei Battlefield oder so, dass dann wenn du irgendwelche Cheater hast, dass das meistens irgendwie so Russen sind oder so. Ich weiß nicht, warum die das machen. Die haben einfach eine andere Mentalität und es sind halt einfach solche Arschlöcher und die wissen es nicht besser und können es nicht anders. Wenn sie dann einmal sehen oder einmal werden sie von einem Cheater gekillt oder so und dann denken sie, wenn der das darf, dann mache ich das auch. So haben die Einstellung, habe ich im Gefühl. Soll nicht heißen, dass Deutsche nicht cheaten oder andere. Das ist nur meine Erfahrung, ja, ich spreche nur aus Erfahrung. Irgendwie, ich habe auch so das Gefühl immer, dass es liegt da gefühlt, dass das Spiel, wenn das Spiel schlecht läuft, an immer an einer Person. Das habe ich bei Battlefield 3 damals schon festgestellt, weil man konnte auf den Server gehen, konnte super spielen und ab dem Moment, wo dann ein gewisser Spieler auf den Server gekommen ist, ja, das habe ich genau beobachtet, als dann einer auf den Server gekommen ist, ab diesem Moment hat das Spiel dann scheiße funktioniert, beziehungsweise hat das Spiel dann für dein Team, wo der Typ nicht war, in dem Team hat das Spiel dann scheiße funktioniert, scheiß Treffererkennung, gar nichts mehr funktioniert. Und im Gegensatz, wenn du dann bei dem im Team bist, hat die Treffererkennung gut funktioniert. Dann frage ich mich, ist das irgendeine Art Cheat? Wüsste ich aber nichts, dass da irgendein Cheat gibt, dass dann irgendwie die Treffererkennung nicht mehr richtig funktioniert. Das gibt für mich keinen wirklichen Sinn. Ob es dann am Cheat liegt, dass der Server dann nicht mehr hinterherkommt oder sowas. Okay, da vorne. Auf jeden Fall, so aus Erfahrung kann ich sagen, es ist immer ein Spieler, der auf den Server kommt. Das habe ich schon öfter mal feststellen müssen, dass das Spiel gut funktioniert, der Server einwandfrei läuft. Und dann bist du irgendwie auf einmal in einem anderen Team oder kommt ein Spieler auf den Server und dann scheiß Trefferkennung, vom einen Moment auf den anderen. Und das ist schon ein bisschen seltsam. Das ist schon sehr, sehr suspekt dann. Liegt es dann daran, dass der eine Spieler irgendwie aus China da ist oder sonst woher kommt und dass dann der Server überlastet wird in dem Moment, wo der auf den Server kommt und dann die Treffererkennung nicht mehr funktioniert. Weil wenn es am Netcode liegen würde, dann müsste es ja theoretisch immer gleich scheiße laufen und du müsstest auch die Probleme ja auch im Singleplayer dann haben oder wenn du über LAN spielst. Also kann es ja laut Logik nur am Internetproblem liegen, beziehungsweise an irgendeinem Typen, der mit irgendeiner scheiß Internetverbindung da ist. Wobei ich auch schon festgestellt habe, dass es auch scheiße laufen kann, wenn alle keine Delle, wieder nicht gestartet, in den Staub, okay, auch nicht geblickt. Es kann sein, dass das Spiel einwandfrei läuft, obwohl alle einen super Ping haben, beziehungsweise kann das Spiel auch gut laufen, wenn alle einen Scheißping haben. Come back to the lot and I'll talk you through the plan. When we get the stuff,
Steve says we gotta take it to Devin Weston, the guy we met at that interrogation. It's a big investor or something. Anyway, that don't matter. I'll handle the drop-off. Okidoki, wir haben unsere Vorbereitung getroffen für den Überfall, für diese... Okay, die wollen nichts von mir. Für unsere nächste Mission alle Vorbereitungen getroffen. Dann habe ich ein bisschen erzählt jetzt, wollte ich eigentlich alles in einem Extra-Video noch machen, in einem Battlefield-Video. Werde ich vielleicht noch ein bisschen genauer diskutieren und noch mal ein bisschen ein paar Videobelege darstellen, die mich ein bisschen unterstützen dabei. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Und schreibt doch mal einen Kommentar zu euren Spieleerlebnissen mit Netcode und allem. Das mich schon ziemlich lange beschäftigt mit Spielen, die auf einmal nicht mehr richtig funktionieren. Was einfach nur noch nervig ist. Schreibt einfach mal dazu einen Kommentar. Und bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich gleich wieder in der nächsten Episode. Tschüss.